für die dritte Liga erteilt bekommen. Einfach nur geil! Der Puls, ich zitter immer noch und wie gesagt, unglaublich. Der Zulassungsbeschwerdeausschuss des DFB ist heute hier im Haus zusammengekommen und hat sich beraten. Und neben mir steht der Vorsitzende Dr. Rainer Koch und für Uerdingen Christoph Schicker. KFC Uerdingen verweigert werden muss, denn es handelt sich bei dieser Frist um eine Ausschlussfrist. Leistungsfähigkeitsüberprüfungsverfahren, also eine Lizenzierung. Die Umgebung ist man natürlich gespannt, jetzt was als Ergebnis rausgekommen ist. Vielleicht können Sie einfach noch mal kurz zusammenfassen und erläutern, was das angeht. Der KFC Uerdingen hat zweimal versucht, innerhalb der Frist nächstes Jahr die Lizenz für die dritte Liga erteilt bekommen. Ja. Waren schwierig, aber ich habe so viele Artikel gelesen, alle 5 Minuten kamen neue Artikel und erst habe ich gedacht, okay, das gibt keinen, aber die letzten 2 Tage haben ein bisschen Hoffnung gegeben durch neue Artikel und ich bin froh, dass so gekommen ist, wie es gekommen ist. Erleichterung, Erleichterung, weil das waren ein paar Tage, man wusste nicht, was passiert. Man fährt die ganze Saison mit der Mannschaft hin und her, zu Heimspielen, zu Auswärtsspielen, fährt nach Mannheim und dann kommt sowas. Und es ist einfach unbeschreiblich, das Gefühl jetzt endlich die Sache hinter sich zu haben. Weil wir waren letzte Woche Montag schon aufgestiegen und dann kommt auf einmal dieses Veto vom DFB. Und man weiß dann nie genau, was da passiert. Man kennt die Hintergründe nicht, was da gewesen ist, die gerade aufgeklärt worden sind. Und mir fällt ein Stein vom Herzen. Auf dem Konto. Einfach nur geil! Ja, wir haben recht bekommen. Gänsehaut. Gänsehaut? Gänsehaut. So, was passiert denn heute noch? Wir trinken noch ein Bier. Ja.